Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Me and My Pet. Heute geht es um das Kleintiergras von Trixie. Ich habe mir das heute beim Futterhaus gekauft. Ich glaube, das hat so um die 2 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau, weil es hier kein Preisschild drauf ist. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Das soll ja eine Mischung aus Haferweizen und Gerste sein. Und ja, hier hinten steht auch nochmal drauf, dass man einfach die Samen in die Schale geben muss und es dann gießen soll. Und nach 3 Tagen sollen auch schon dann es anfangen zu wachsen. Das werden wir jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich so klappt. Hier sieht man dann so eine Plastikbox mit und eine Tüte mit Saaten. Ich werde jetzt mal aufmachen und hier reinfüllen. Ich habe jetzt das schon mal hier reingefüllt und das ist wirklich richtig viel. Und jetzt werde ich noch das Wasser dazugeben. Ich glaube, da kommt nicht so viel Wasser rein. Das muss ich mal ausprobieren. Die haben jetzt nicht genau hingeschrieben, wie viel Wasser reinkommt. Sollte aber auf keinen Fall jetzt zu viel sein. Ich habe jetzt das Wasser reingefüllt und hoffe, dass da was wachsen wird. Ich werde dann auch noch ein paar Videos drehen, wie es dann ist, wenn es höher gewachsen ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also bis jetzt bin ich auf jeden Fall zufrieden von diesem kleinen Teegras und kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Me and my pets. Okay, yes.